Ja, ich bin ein bisschen traurig. Das könnte sein, dass es das die letzte Folge mit mir ist. Ich weiß es nicht. Aber, Alois. So, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Wie schon in der letzten Folge gesagt, habe ich mich ein bisschen nach vorne gekämpft und starte jetzt direkt hier mit Xella. Als erstes besuchen wir den Drachen, der da oben ist, den wir in der letzten Folge mit Keiki getroffen haben. Und für mich ist es schon einige Wochen wieder her. Gelber Drache. Gelber Drache absorbiert. Oh nee. Okay, wir müssen anscheinend ohne Magie kämpfen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich hoffe, dass alles funktioniert, was ich mir hier so wünsche. Darf ich eigentlich Magie auf meine eigenen Leute einsetzen oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Wow! Was macht der? Was macht dieser Drache? Ich weiß gar nicht, soll ich es versuchen oder nicht? Ja, eigentlich habe ich nur so Zeugs, das kein Mensch braucht. Ich greife lieber normal an. Ah, Celeste blockiert mich jetzt teilweise. Riesenpranke. Auweia. Nein, nicht Xella verwirren. Ist er jetzt wieder normal? Ja, geil. Mal wieder Technik nicht deutlich ausgeführt oder whatever. Riesenpranke. Hör mir auf, Mann. Hör mir bloß auf mit dem Gusch. Egal, der Xella, der haut jetzt wieder schön mit seinen Karten und seinen Würfeln rein. Und mit etwas Glück sollen wir dem richtig schön Schaden machen. Na, ein bisschen hat er. Oh, der Xella, der braucht Energy. Sonst gibt's Ärger. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das am geschicktesten? Ich habe Magnetsplitter, ich habe Pöckelfleisch. Ich habe. Hä? Seit wann kann ich darauf zurückgreifen? Habe ich keinen Potion oder sowas? Was macht Elixier nochmal für ein Zeug? Wir haben ihn besiegt! Wir haben ihn besiegt! Der war gar nicht so schwer. Eigentlich waren alle nicht so schwer, nur hatten die Drachen solche komischen Nebeneffekte. Zorlin, irgendwas haben wir da bekommen. Der gelbe Drache ist niedergestreckt. So, ich bin gespannt, was passiert. Woher soll ich wissen, wo das war? Aber zumindest ist der Gang jetzt frei. La 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 la. Okay, das weiß ich. Ich weiß, wo das ist. Das ist kein Problem. Müsste in der Nähe sein. Definitiv. Was noch? War es das oder? Boah, ey, aber nicht schlecht. Wurde so einiges entfernt. Aber wo das ist, keine Ahnung. Irgendwo bei den Postboten. Das Blitzsiegel ist zerbrochen. Und somit müsste ich, glaube ich, alle Siegel zerstört haben. Doppel. Klingiger Dolch eines legendären Abenteurers. Gut, was braucht? Fertigkeiten, Magie, Vigra. So, jetzt müssen wir zu Keiki, soweit ich weiß, oder? Keiki steht auf irgendeinem Schalter irgendwo. Genau. Eieiei, und wo war das jetzt genau? Das wird sich jetzt ziehen. Leute, 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 Leute. Egal, was soll's. Gadgets, Kettensäge. Hier normaler Angriff und Hadesmagie zweimal Ultima. Ja, natürlich Instant. Das liebe ich an diesen netten Idioten hier. Ashura. Kunai. Und Ultima. Lalalala. So, das besiegt ihr auf jeden Fall.
2500 Erfahrungspunkte, aber go, go. Musste den Löffel abgeben. Phoenix Feder 60 noch. Und Fertigkeiten. Nein, das wollte ich nicht. Fertigkeiten, Magie, Vigra. So, wir können auch 875 mal Vigra einsetzen. Glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Also gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist jetzt nur, wo es weitergeht. Wir haben so viele verschiedene Wege, die wir jetzt erforschen können. Hades Magie als allererstes. Zweimal Ultima. Und normaler Angriff. Das sollte sie umhauen. Spätestens nach dem zweiten Ultima. Na, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, toll, super. Toll, 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 toll. Ständig geht mir einer flöten. Flöten. Ständig flöten. Ne, mal im Ernst, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss, glaube ich, da lang, ne? Boah, aber bis ich bei Keiki bin, vergehen nochmal 20 Jahre, oder? Hades Magie. Ultima zweimal. So, hau schon rein. Weh, da kommt nochmal Auge um Auge. Ich hasse diese Ninjas. Wie heißen die? Jetzt kann ich gar nicht gucken, wie sie heißen. Paria und wie heißt der andere? Yojimbo. Also Yojimbo ist doch mal ein cooler Name, oder? Warum gibt es nicht sowas wie Topschutz? Ich glaube, das habe ich schon so oft gefragt im Spiel. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Wie gesagt, ist schon etwas her, als ich das letzte Mal hier gespielt habe. Daher... Naja, ich muss mich da noch ein bisschen einspielen. Vielleicht sollte ich kurz mit Keiki zurücklaufen, damit ich weiß, dass ich definitiv in die richtige Richtung laufe. Wodurch ich mir sehr viel Ärger ersparen kann. Aber erstmal Ultima. Was richtig schön reinhaut. Auge um Auge. Ich glaube, geil, abgewehrt. Celle steigt eine Stufe auf. Ja, noch ein bisschen leveln, bevor wir zum Endboss kommen, ist auch nicht schlecht. So, Keiki, ganz kurz zurück, auch wenn es ein langer Weg sein mag. Und das ein bisschen Zeit kostet, hier im Video. Das muss ich mir jetzt aber gönnen. Anscheinend bin ich von hier gekommen. Nee, kann nicht sein, oder? Moment, Moment. Doch, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, ich weiß, ich kann sehr gerade singen. Eieiei, wieder dieses Labyrinthchen, ne? Hier waren die Gegner, da hatten wir so viel Stress in der letzten oder vorletzten Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber ich möchte das nicht noch einmal erleben. Es war schlimm. Es war wirklich schlimm. So, jetzt bin ich hier und ich glaube, das ist der richtige Weg. Zumindest, wenn es darum geht, irgendwie zurückzukommen. Aber vielleicht sollte ich auch mit Keiki mal die anderen neu erschlossenen Areale erforschen, da ich jetzt die Chance habe und sowieso mit Keiki gerade unterwegs bin. Falscher Weg, sorry, wir müssen natürlich nach links. Hier runter. Keiki, meine Liebe, wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist das eigentlich? Schaut mal, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Was ist denn da und was gibt es da? Ah, Xella, was machst denn du hier? Ja, das ist ja wunderbar. Da können wir gleich mal gucken, was es da gibt. Aber erstmal speichern. Dann kann ich kurz mit Xella hochlaufen und dann mit Keiki weiter forschen. Bitte kein Gegner, bitte kein Gegner, bitte kein Gegner. Yeah, hab ich Glück. So. Da bin ich mal gespannt. Okay, irgendwelche Schalter. Und es gibt drei Schalter. Es könnte sein, dass wir hier dann zum Boss kommen.
Vielleicht sollte ich hier mit Terra hinkommen, weil Terra ist diejenige, die theoretisch jederzeit irgendwie... Was heißt jederzeit? Sie wird einfach nicht direkt gebraucht. Okay, behalte ich mal im Hinterkopf. Dann erforsche ich mal hier noch den Weg. Da war, glaube ich, auch ein Siegel. Moment, hier bin ich mit Xella hochgekommen. Aber hier in der Nähe müsste ein Siegel gewesen sein. Siegel, Siegel. Wahrscheinlich war es das Siegel, um zurückzulaufen, was ich gerade gemacht habe, wie man sehen konnte. Alles klar, rein theoretisch, wie komme ich denn mit Terra dahin, ohne den Schalter oben zu drücken oder drücken zu müssen? Schauen wir mal nach. Und dann habe ich noch oben bei den Postboten was geöffnet, ne? Und dann nochmal irgendwo im Nirgendwo. Eieiei. Das Problem ist halt, dass ich nicht so einen großen Spielraum habe oder Freiraum, weil ich ständig zwei Charaktere spielen muss, um beispielsweise irgendwelche Schalter zu bestätigen. Und das ist ziemlich stressig und nervig. So, ich würde Terra ganz gerne nach oben schicken, weil ich mit Team Terra am wenigsten anfangen kann. Und dann hätte ich schon mal ein Team auf dem Schalter. Weil ansonsten komme ich hier gerade nicht so klar. Da unten gab es noch was. Mit Keiki, als ich den Schalter da unten betätigt habe. Genau, das war hier der Eingang. Gut, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich hole erstmal Terra. Dann haben wir schon mal eine Sache erledigt. Und um mir da ein bisschen Ärger zu ersparen, laufe ich auch mit Keiki runter und hole das Team. Ist natürlich jetzt ein bisschen Arbeit, aber machen wir schon. Lalalala, die Laufwege, die sind hier unberechenbar. So. Dann stelle ich mich oben auf den Schalter und dann kann Terra gemütlich nach unten laufen. Natürlich nicht so gemütlich, wie ich mir das vorstelle, da einige Zufallskämpfe auf uns warten werden. Aber letzten Endes doch relativ gemütlich. Oh, ich drücke immer zu oft Select. Select, Select, Select. So, jetzt haben wir es. So, dann wünsche ich der guten Terra viel Spaß, ne? Ja, vielen Dank. Wer ist noch mein Team? Alois, Raven und... Ach ja, Valus noch. Boah, nicht das Vibe. Nicht das Vibe. Ich hasse dieses Vibe. Raubenmagie, Magie, Magie. Rein theoretisch könnte ich kurz was umstellen, sodass Terra unendlich Magie hat. Also unendlich im Sinne von, sie kann nur ein MP verbrauchen oder muss nur ein MP verbrauchen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Wer steht denn eigentlich da unten auf dem Kack da? Ach, niemand, ne? Ich habe ja noch ein Zelt, das ich rein theoretisch einsetzen kann. Gegner besitzt nichts. Ah, es haut immer kaputt. Ouvertüre. Das kostet Zeit, das kostet Zeit. Schütze mich, toll. Fangattacke, Terra schützt, oder? Ne, gilt als Special Move. Nicht besiegt, toll. So ein Mist. Oh. Die Kollegen steigen Level auf, soll mir recht sein. Fertig. Nee, Item Phönixfeder. Dann machen wir die Fertigkeiten. Magie Vitra. Hä? Ja, erstmal ohne Wechsel weiter. Je nachdem, wie weit ich komme, dann ansonsten. Weil Terra brauche ich wahrscheinlich dann nicht mehr. Sobald ich auf dem Schalter steht. Bin ich mit Terra fertig, zumindest in diesem Let's Play. Rauben oder Angriff. Machen wir einen normalen Angriff. Rauben werden wir auch nicht mehr viel. Ah, Magie. Können wir mal so ein bisschen Blitzgar raushauen. Ouvertüre. Raven möchte schützen. Blitzgar und Kettensäge hinterher.
La 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 la. Ja, ja, meine Freunde. Mit meinem Donnerschwert mache ich alles kaputt. Und jetzt machen wir nur noch diesen jungen Mann kaputt. Rachestoß. Ach so, das setzt der Gegner ein. Toll, wie stark der ist. Was hat denn der Raven eigentlich? So eine Rapier oder wie das... Oder was es war? Sah zumindest aus wie ein Rapier, aber ich glaube nicht, dass wir ein Rapier haben. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock nachzusehen, was es ist. Eieiei, wenn ich mir das so ansehe, ist schon teuer, ne, Vitra? Wenn man nicht so eine Kristallkugel oder sonst was besitzt, wodurch die Punkte etwas, oder zumindest der Angriff, billiger wird. Magie, Magie, nein, greife normal an. Gadgets, die Kettensäge, Kinjutsu zu fangen und normaler Angriff. Aber gar nicht mal so schlecht von Raven mit dem Schwert, ne? Also doch relativ stark, muss ich sagen. Fangattacke! Ich liebe Fangattacke. Kettensäge. Schön abgewehrt von Terra und Kodachi vom Gegner. Voll auf die Rübe. Ich glaube, ich mache das jetzt noch, dass ich mit Terra noch bis zum Ende komme. Also bis zum Schalter. Dann kann ich diesen Part hier beenden. Ich muss da lang, ne? Genau. Ja, wir kommen gut voran. Sehr gut sogar. Ja, ja, ich bin ein bisschen traurig. Das könnte sein, dass es das die letzte Folge mit mir ist. Ich weiß es nicht. Aber, Alois, wir hatten so viel Spaß zusammen. Es sind über 100, 130 Folgen entstanden. Da kann sich jeder nochmal einen kleinen Rückblick erlauben und die alten Folgen ansehen. Ja, du hast recht. Trotzdem traurig. Nie wieder Witze mit Alois. Nie wieder dünner Spießattacke. Yeah. Auge um Auge. Tschüss. So, jetzt können wir rein theoretisch nochmal speichern, falls was schief gehen sollte. Wovon ich aber nicht ausgehe. Dann haben wir noch was? Accessoires. Nee, du. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Also vielleicht passiert da noch was. So, Terra steht auf dem Schalter, es geht weiter mit Keiki und mit unserem Freund, ja, wie heißt er noch gleich? Valus, nein, wie heißt er? Xella heißt er. Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Ah, ich bin verwirrt. Ich erforsche mit Keiki erstmal in der nächsten Folge ein bisschen die Gegend, dann sehen wir weiter. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen, haut rein und bis zur nächsten Folge. Ach ja, meine Keiki, ich möchte auch noch was sagen. Bevor es hier schlussendlich vorbei ist. Irgendwie ist es doch alles traurig, oder nicht?